Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 2, Vorstellung des Berichts zur vorbereitenden Untersuchung Durlach-Stadteingang mit gleichzeitiger Antragstellung auf Aufnahme in das Programmjahr 2023 innerhalb des städtebaulichen Erneuerungsprogramms Stadteingang Durlach. Hierzu möchte ich anmerken, dass im Rahmen der Mitzeichnung der Beschlussvorlage das Stadtamt mitgeteilt hat, wieder rückgespiegelt hat, dass der Ortschaftsrat in seiner Sitzung vom 12. Mai 2021 die Aufnahme in das Förderprogramm 2022 bereits beantragt hat. Und ich denke, wir bekommen jetzt einen kleinen Bericht darüber, warum es vielleicht erst 2023 stattfinden kann oder soll oder was vielleicht doch noch für das Jahr 2022 sprechen könnte. Ich begrüße hierzu Frau Hennings vom Stadtplanungsamt und Frau Ganter vom Büro Schöffler. Herzlich willkommen. Guten Abend, vielen Dank. Mein Name ist Hennings vom Stadtplanungsamt. Die meisten haben mich schon gesehen. Die Frau Ganter vom Büro Schöffler wird das Ergebnis von der vorbereitenden Untersuchung Ihnen vorstellen. Ich werde nachher zur Kosten- und Finanzierungsübersicht noch was sagen und wir würden auch gleich starten. Ich übergebe an die Frau Ganter. Ja, guten Abend auch von mir. Gerne möchte ich Ihnen jetzt noch mal in aller Kürze die Ergebnisse vorstellen und wir steigen gleich in die erste Folie ein. Da ging es 2019 um den Beschluss zur Einleitung der vorbereitenden Untersuchung und hier hatten wir noch das abgegrenzte Sanierungsgebiet mit knapp 17 Hektar angenommen, umfasst natürlich den Stadteingang von Durlach mit anschließender Bebauung, Bahnhofsareal, ja, ganz prägnante Gebäude, aber auch Freiräume, der Vorbereich vom Bahnhof, ganz wichtig, und den haben wir dann untersucht. Wir hatten ja auch schon berichtet hier im Gremium von der Bürgerbeteiligung, die wir noch stattfinden haben lassen dürfen. Und diese Ergebnisse sind natürlich auch alle eingeflossen in unsere vorbereitenden Untersuchungen. Bitte eins weiter. Sie sehen hier jetzt den Vorschlag für die Abgrenzung des Sanierungsgebiets. Rot markiert sind die Stellen, die wir mit aufgenommen haben, weil wir während der Untersuchungen gemerkt haben, dass es eben an den zwei Stellen, da geht es einmal um den Bereich hinter der Pestalozzi-Schule, um den Straßenbereich mit Kreuzungsbereich. Da haben wir das Gebiet erweitert, weiter untersucht und würden vorschlagen, das noch mit aufzunehmen. Und auf der anderen Seite haben wir das Areal der Festhalle Durlach mit reingenommen, mit einem Stück der Gärtnerstraße und dem dazugehörigen Parkplatz. Damit hat sich das Gebiet dann auch auf etwas über 17 Hektar vergrößert. Bitte weiter. Wir haben Ihnen heute das Maßnahmenkonzept nochmal mitgebracht. Hier sehen Sie ganz gut, welche Maßnahmen angedacht sind, auch schwerpunktmäßig, was in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. Hier in dem Plan sieht man eigentlich sowohl Probleme oder Maßnahmen im Bereich von Gebäuden, Gebäudebausubstanz. Je dunkler die Gebäude, desto schlechter ist der Bauzustand. Es gibt dann aber auch im Bereich der Straßen, die markierten Straßen, die Missstände haben. Wir haben natürlich die Freibereiche, ganz wichtig, auch für den Stadteingang als Schwerpunkte markiert, Bahnhofsvorplatz, Grünbereich, der Grünbereich vor der Pestalozzi-Schule als einer der wenigen Grünbereiche in der Form, wo man sich auch aufhalten kann mit einem Spielplatz im Moment. Wir haben auch den Postplatz mit in den Schwerpunkt hineingenommen. P90 ist ein Schwerpunktbereich, aber auch der sogenannte Stachus.
Also Sie sehen, das ist so eine Fülle, ganz oben vergessen die Untermühlsiedlung, dieser Aufgang, dieser Durchgang zur Untermühlsiedlung. Sie sehen, das ist eine Fülle von Maßnahmenschwerpunkten, die sowohl Freiräume betreffen, aber auch bauliche Strukturen. Wir gehen vielleicht gleich zum Neuordnungskonzept, wo Sie nochmal umgesetzt sehen können, was soll sich da in den nächsten Jahren tun. Wir haben den Vorplatz mit Bahnhofsunterführung an der Untermühlsiedlung. Barrierefreier Zugang ist da ein wichtiges Thema. Umgestaltung der Unterführung, da waren wir auch beim Spaziergang dabei zu diskutieren, was da verbessert werden könnte. Da ging es dann um Überdachung, Beleuchtung, Platzgestaltung an der Untermühlsiedlung eigentlich als Auftakt auch. Sie sehen dann auf der anderen Straße die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes als den Schwerpunkt, Vergrößerung des Vorbereichs, veränderte Verkehrsführung, Optimierung der Verkehrsführung, verbesserte Orientierung, nicht nur in dem Bereich, sondern im ganzen Gebiet, Neuordnung und Gestaltung des Busbahnhofs, Aufwertung des Wilmar-Schwabe-Parks als qualitätvolle Grünfläche, genauso auch eine Neuordnung oder eine bauliche Ergänzung in dem Bereich. Die Pfinstalstraße mit dem P90 habe ich schon angesprochen. Hier geht es einfach um diese Nachnutzung, vielleicht um einen Ersatzbau für das jetzige Gebäude mit einer entsprechenden Freiraumqualität, natürlich auch Nutzungsqualität an dieser besonderen Stelle. Sie sehen im unteren Bereich einen großen Schwerpunkt und den haben wir gesetzt südlich und an der Durlacher Allee mit der Modernisierung von Gebäuden, die sich, wie schon gesagt, in unterschiedlichem baulichen Zustand befinden. Aber hier gibt es trotzdem noch das Potenzial für eine partielle Nachverdichtung. Wenn man so sieht, da gibt es noch eingeschossige Gebäude dazwischen, kann man die vielleicht noch optimieren. Sie sehen die Innenbereiche dieser großen Gebäudeblockflächen, da ist es teilweise sehr versiegelt im Innenbereich. Da gilt es darum, auch diese Bereiche so ein bisschen klimatisch zu verbessern durch Begrünung, durch Rückbau von nicht mehr benutzten Nebengebäuden, einfach um auch die Wohnqualität zu verbessern. Wie auch schon angesprochen, haben wir das Areal der Festhalle Durlach mit hineingenommen. Da geht es dann um die Neuordnung des Bereichs, Einbeziehung der Parkplatzsituation. Und hierfür ist dann auch eine Machbarkeitsstudie vonnöten, um zu schauen, was man an dieser sehr wertvollen Stelle für Durlach dann machen kann. Umgestaltung Postplatz als einer der Freiräume, da geht es um den Erhalt der Bäume, Neuordnung von Parkplätzen und einheitliche Oberflächengestaltung. Und allgemein haben wir auch die Querungssituationen, sei es eine Unterführung, sei es Barrierefreiheit in manchen Bereichen aufgeführt. Als Schwerpunkt hier zu nennen ist die Unterführung Auerstraße oder auch die Unterführung Hauptbahnstraße. Ja, und zuletzt nochmal die Grünfläche an der Pestalozzi-Schule. Hier geht es darum zu prüfen, wie eine Aufwertung von diesem Grünbereich noch vollzogen werden kann und auch vielleicht eine Ergänzung des Baumbestands und eine Aufwertung des Spielplatzes. Gehen wir mal weiter. Ich übernehme wieder. Kosten- und Finanzierungsübersicht haben wir ganz bewusst für den Durlacher Stadteingang auf zwei Prioritäten aufgeteilt. Priorität 1, wie der Name für das Gebiet schon sagt, der Fokus war von jeher für den Durlacher Stadteingang das Ankommen, die Aufwertung sozusagen des Eingangs, des Stadteinganges, und das erstreckt sich halt hauptsächlich auf den Bahnhofsvorbereich, dann die Achse über den Wilmar-Schwabe-Park, den Stachus, der ja uns eigentlich schon jahrzehntelang begleitet als Thema, dass man da sagt, da sollte man doch was tun, was einfach schwierig ist aufgrund der Verkehrsflächen. Und das bildet sich eigentlich auch in der Kosten- und Finanzierungsübersicht ganz deutlich ab. Diese allein sozusagen der Bahnhofsvorbereich, wie Sie das auch in der vorbereitenden Untersuchung dann sehen, detailliert aufgelistet, sind wir bei 4,5 Millionen. Dann der Stachus allein, Kostenschätzung 2,2 Millionen. Also das sind so wirklich die großen Maßnahmen für das Gebiet. Und die Priorisierung wurde ein Stück weit zum einen aufgrund der Haushaltslage vorgenommen, auf anderen zum weiteren einfach auch, dass das Regierungspräsidiumsministerium klar sieht, wo ist unser Fokus, wo ist unser Schwerpunkt, und somit kamen wir dann doch in Summe aller Maßnahmen auf die 19 Millionen.
und in Summe für Priorität 16,1 Millionen und für Priorität 2 3 Millionen. Das soll aber jetzt nicht bedeuten, dass wir die Priorität 2 Maßnahmen nicht realisieren möchten. Ich springe mal eins noch kurz weiter. Hier sieht man das auch nochmal bildlich dargestellt, dass man sieht, orange sind die Priorität 1 Maßnahmen, Priorität 2 sind sozusagen die blau markierten. Das sind dann eher, das geht um Straßenumbau, Unterhaltungsmaßnahmen ein Stück weit, die man ohnehin oder die Stadt angehen muss, aber tatsächlich die städtebaulichen Schwerpunkte sind eben in dem orangenen Bereich, einfach Aufenthaltsqualität, Klima, das Thema Klima auch deutlich nimmt da immer mehr an Gewicht auch zu und einfach prägnante Örtlichkeiten wie auch an der Festhalle, genau, Auftakt Untermühl hat die Frau Ganter Ihnen ja schon erläutert. Nochmal zurückspringend, die Zahlen bezüglich der Fördermittel, die wir bekämen, wurden dann einfach auch durchgerechnet, die 60%. Und da ist natürlich immer so, dass auch manche Maßnahmen, zum Beispiel beim Thema Festhalle, dann auch nicht vollständig förderfähig wären. Somit der Kofinanzierungsanteil üblicherweise 40%, könnte aber zum Teil auch etwas niedriger liegen. So die Darstellung. Letztlich, wenn wir dann ins Gebiet einsteigen, diese Maßnahmenübersicht verändert sich zum Teil auch nochmal, weiß man aus anderen Sanierungsgebieten, weil doch sich eine andere Entwicklung auftut, eine Maßnahme hinzukommt. Also das ist nicht abschließend, ja, oder man sagt dann doch, okay, ein Großprojekt kommt nachher vielleicht gar nicht oder da tritt ein privater Investor ein. Das ist so, glaube ich, für Sie auch ganz interessant. Also da kann man nie abschließend sagen, es bleibt bei den 19 Millionen, es wird mehr oder weniger. Und diese Flexibilität hat eigentlich auch die Stadt dann und das mit dem Ministerium und Bund und Land, dass man da sozusagen agieren kann, die Bürger beteiligen kann und sozusagen darauf auch noch reagieren kann. Ja. Gut. Dann würde ich nochmal an die Frau Ganter übergeben bezüglich Wahl des Sanierungsverfahrens. Genau. Eine wichtige Frage ist immer, welches Sanierungsverfahren wird gewählt? Und es ist ja keine Entscheidungsfreiheit oder Wahlfreiheit, sondern es muss gut begründet sein. Hier wurde begründet und zwar nach Rücksprache zwischen dem Stadtplanungsamt, dem Liegenschaftsamt und der Grundstücksbewertungsstelle. Und man kam zu dem Schluss, dass das vereinfachte Sanierungsverfahren zum Tragen kommt, einfach weil man keine Bodenwerterhöhungen voraussieht im Bereich der Neugestaltung des Bahnhofsvorbereichs, aber auch nicht durch eine mögliche Bebauung zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Durlacher Allee, weil es eben schon bestehendes Baurecht gibt. Ebenfalls keine Bodenwerterhöhung ruft hervor der Bereich Stachus und die Finstalstraße. Und hier ist der Grund, dass einfach die planerischen Möglichkeiten im Straßenraum zu gestalten eher begrenzt sind und keine grundlegende Änderung der Flächenaufteilung passiert. Ebenso ein Argument für das vereinfachte Verfahren ist, dass keine Bodenwerterhöhungen durch eine mögliche Verlagerung der Gewerbebetriebe in der Auerstraße 10 und 12 zustande kommen. Die Gebietstypologie bleibt also erhalten. Auch durch eine Neugestaltung von Unterführungen und Straßen und Plätzen gibt es keine Erhöhung und ebenfalls nicht durch die Neuordnung des Areals der Festhalle mit Stand jetzt, muss man natürlich dazu sagen, weil eine gleichartige Nachnutzung des bestehenden Gebäudes bzw. der bebauten Fläche auch gegen ein umfassendes Verfahren spricht. Und deswegen wird einfach dieses vereinfachte Verfahren mit Stand heute so angenommen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch mal den Zeitplan in Erinnerung rufen. Wir haben ja relativ früh schon gestartet, im Jahr 2019, sind dann wirklich durch das Jahr 2020 ganz gut durchgekommen, trotz Pandemiebedingungen. Wir konnten einen Bürgerworkshop machen, wir konnten Informationsveranstaltungen machen, es gab Lenkungsgruppengespräche. Wir haben auch schon mal den Zwischenstand im Ortschaftsrat bei Ihnen eben vorgestellt. Jetzt sind wir da, um eben das Ergebnis vorzustellen. Und nächstes wichtiges Ziel ist die Antragstellung. Und die ist jetzt geplant für 2023 oder 2022, um 2023 in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung aufgenommen zu werden. Möchten Sie dazu noch was ergänzen?
Nein, also genau alles so ist es stimmig. Und damit wären wir auch schon am Ende des Vortrages. Herzlichen Dank, Frau Hennings und Frau Ganter. Ich muss jetzt aber doch noch mal fragen, der Grund, also der Antrag des Ortschaftsrats auf Aufnahme 2022, konnte oder wollte man nicht erfüllen? Konnte man, sage ich mal, nicht erfüllen, weil einfach die Haushaltslage es nicht zugelassen hätte. Ja, also wäre sehr kritisch gewesen. Zudem haben wir das auch nochmal kritisch geprüft. Ich muss Ihnen sagen, es ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Nachteil, ja, weil wir müssen natürlich auch die bauliche Realisierung im Blick haben. Ja. Und aufgrund, sage ich mal, der Vielzahl der großen Bautätigkeit in der Innenstadt, ja, die sich auch nicht verschieben lässt, weil die einfach schon eingetaktet ist, ja, müssen wir wirklich auch sehr akribisch und genau gucken, was kriegen wir überhaupt noch in den anderen Sanierungsgebieten dann baulich abgewickelt, weil wir haben natürlich auch diesen Zeitraum von den 8 Jahren dann vorgegeben. Ja. Und dahingehend würde ich das als keinen Nachteil sehen, dass wir das jetzt erst für 2023. Verständlich ist es schon, dass natürlich wir so ein bisschen jetzt dann ja, in Warteposition sind hier in Durlach und dass sie sozusagen noch länger ausharren müssen. Ja. Aber es war einfach der Haushaltslage geschuldet und der Problematik einfach auch, dass die Innenstadtmaßnahmen Fakt eigentlich schon, die laufen definitiv, ja, die kann man auch nicht zurückstellen, ja, und dadurch würden wir dann auch dort keine Förderung in Anspruch nehmen können, wenn wir das Gebiet nicht beantragen würden. Das ist natürlich Fakt, ja. Gut, erstmal vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Herr Malisius. Ja, Frau Hinz und Frau Ganter, vielen Dank für die ausführliche Planung. Sie hatten einen Schwerpunkt genannt, die Festhalle und da den Parkplatz. Und tatsächlich ist der Parkplatz schon seit Jahren in unserem Auge, denn er ist viel zu klein und hier brauchen wir mehr Parkmöglichkeiten. Und in Ihrer Broschüre und Ihrem Vortrag haben Sie nicht gesagt, was denn mit dem Parkplatz geschieht. Wir fordern da eigentlich ein Parkhaus, entweder halb unter der Erde, halb über der Erde oder wie auch immer, aber wir brauchen dort auch ein Parkhaus, weil wir ja die Innenstadt autofrei haben wollen und die Innenstadtbewohner ihr Auto dort abstellen können. Also ich hätte gern Auskunft, wie Sie diesen Schwerpunkt Parkplatz bei der Festhalle zukünftig betrachten. Vielen Dank. Also es ist so, bei der Festhalle, wir hatten ja das Areal nachträglich noch mit aufgenommen, einfach weil da sich jetzt Bewegung nochmal aufgetan hat, das Thema, dass da sozusagen an dem Festhallenparkplatz schon von ja, schon längere Zeit, also auch schon Jahre, dass man da sich mehr wünscht oder einfach Verbesserung dieser Parkplatzsituation ist auch bekannt durch unsere Verkehrsplanung. Es läuft ja auch das Verkehrskonzept momentan für Durlach, wo dann ja auch nochmal bearbeitet wird sozusagen und diese Option eines Parkhauses wird sicherlich mitgeprüft, ja, ob das natürlich sinnig, stimmig und so weiter ins Verfahren dann auch passt. Das ist das Thema Quartiersgaragen, die auch förderfähig wären, ja, und tatsächlich eine schlechte Option finde ich es nicht, weil man hat einfach diese kurzen Wege zur Innenstadt, ja, wie Sie das jetzt eigentlich auch schon dargestellt haben. Und wir denken das mit oder auch das Büro Schöffler, wenn sie dann sozusagen im weiteren Prozess und dann muss man schauen, einfach was, ja, wie die Lage ist und was für Möglichkeiten sich da auftun. Herr Dr. Rausch. Ja, wir begrüßen natürlich auch das Konzept, auch deshalb, weil da ganz viele Dinge drin sind, die die SPD über Jahre hinweg schon in einzelnen Anträgen verarbeitet hat, ohne dass es dann ein großes Ergebnis gezeitigt hätte. Wenn ich da auf diese Liste schaue, da ist der Postplatz dabei, Bahnhofsvorplatz, die Unterführung an der Hauptbahnstraße, P90 und so weiter, da hatten wir alle schon was dazu gemacht und andere Fraktionen natürlich auch. Was mir nicht gefällt, ist natürlich, dass das jetzt erst 2023 passieren soll. Und da hätte ich mir doch gewünscht, nachdem wir ja diesen Beschluss gefasst hatten für 2022, dass man uns irgendwas signalisiert. Es ist offensichtlich im Durlacher Rathaus nichts eingegangen, dass sich das dann noch einmal um ein Jahr verschiebt. Und wenn es an der Haushaltslage liegt, wären wir ja in der Lage gewesen, entsprechenden Haushaltsantrag auch zu stellen. Von daher gesehen haben wir jetzt vielleicht doch wirklich ein Jahr verloren. Das kann man aber, hoffe ich,
durch eine entsprechende Realisierung dieser einzelnen Abschnitte parallel irgendwie wieder einholen. Und da wäre sinnvoll, das würde ich jetzt auch gern wünschen, dass wir das noch bekommen, dass Sie uns im Hinblick auf die Priorität einen Vorschlag unterbreiten, was man parallel machen kann, was man hintereinander machen muss, und dass wir dann vielleicht im Ortschaftsrat gemeinsam noch einmal darüber sprechen, was von den einzelnen Dingen wir jetzt am schnellsten umgesetzt haben möchten, sodass wir dann vielleicht diese Sache auf die Art noch beschleunigen können. Ja, ob da Informationen Richtung Stadtamt Durlach noch mal kam von Seiten Dezernate und so, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, Herr Dr. Rausch, aber wir nehmen es auf jeden Fall gern mit. Und was ich auch Ihnen noch mitteilen kann, also wir lassen das Verfahren oder das Gebiet an sich ja auch nicht ruhen, weil die Bewegung, die da ist, durch, sei es jetzt P90, soll ja eine, läuft ja auch sozusagen Verhandlungen und die Gedanken, wie wird es entwickelt. Auch das Thema zum Beispiel dieses barrierefreien Überwegs von der Untermühlsiedlung über die ehemalige B10 hinweg zum Bahnhof. Und da sind wir natürlich schon mit dabei, und auch unsere Planer, wo natürlich schon auch schauen, wenn wir da Möglichkeiten sehen, dass die Maßnahmen zu kombinieren, ja, dass wir natürlich das nicht abwarten und sagen, nee, wir fangen erst 23 an. Also das auf jeden Fall, das kann ich Ihnen versichern. Es ist nur sozusagen diese Maßnahmen, die Realisierung an sich, auch durch das Tiefbauamt, ja, die müssen das ja natürlich baulich auch abbilden können, und die Maßnahmen bei denen sind recht gehäuft, auch schon für den Doppelhaushalt 24, 25. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, man soll schauen, ja, was man vielleicht sozusagen auch schon zeitnah realisieren kann, das gut vorbereiten, dass man dann möglichst, wenn man 23 ins Programm einsteigen, dann schon auch das eine oder andere vielleicht auch zügiger baulich realisieren können. Also wir haben es im Hinterkopf und ich habe da auch für Sie vollstes Verständnis. Es ist natürlich schon auch ärgerlich, wenn man sich auf 21 fokussiert hatte, jetzt 22, und dann kommen wir jetzt erst nach 23. Ja, aber wir nehmen es mit. Frau Dr. Klingert. Danke für den Bericht. Zwei kurze Fragen. Das eine ist, das Ganze verzögert sich jetzt natürlich nochmal. Die Beleuchtung in der Hauptbahnstraße und in der Unterführung Auerstraße ist ein Problem. Und die Frage wäre, ob man das jetzt in irgendeiner Form einfach schnell und unkompliziert vorziehen könnte. Das zweite ist zum Thema Festhalle. Sie haben da 4 Millionen Kosten veranschlagt. Ich würde mich einfach dafür interessieren, wofür die denn gedacht sind. Also wir mussten, fangen wir mit der Festhalle kurz an, wir mussten natürlich einen Kostenansatz in der Kosten- und Finanzierungsübersicht da einpflegen und haben das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft da gebeten, uns sozusagen einen Rahmen hier zu nennen, was für eine Modernisierung oder es kommt, man weiß ja Stand heute eigentlich noch gar nicht, was wird genau mit der Festhalle geschehen, ja, und die haben einfach mal einen groben Kostenansatz gemacht, und das war auch das, wo ich vorhin darauf hinaus wollte, wenn das dann sozusagen, wenn wir im Verfahren sind und wer weiß dann, okay, man möchte die Sanierung der Festhalle sozusagen da umsetzen und diese auch fördern oder über Sanierungsverfahren abwickeln, dann müsste sowieso eine ganz konkrete Kostenerhebung vorgenommen werden, damit man sozusagen dann halt auch über diese Maßnahme, muss dann ja ohnehin nochmal im Gemeinderat und so weiter entschieden werden. Kurze Rückfrage, heißt es, das sind energetische Sanierungskosten, von denen Sie da sprechen? Nee, würde ich so nicht sagen. Also einfach allgemein die Modernisierung von diesem denkmalgeschützten Objekt. Okay. Einfach ein Kostenrahmen, der da eingestellt ist. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die hat gesagt, 4 Millionen würden da nicht reichen, da bräuchte man 6. Somit, das ist, ja, ich bin kein Fachmann sozusagen, keine Fachfrau dafür. Wir haben diesen Kostenansatz so eingepflegt, ja, und halt auch für diese Straßenräume drumherum, was man da normal förderfähig sind, 250 Euro der Quadratmeter, und das ist dann der Ansatz über die Fläche gerechnet. Und dass da sozusagen dann noch Bewegung auch ist, wie sind die Baukosten zum Zeitpunkt X, ist sowieso klar, dass da sozusagen auch nochmal Spielraum möglicherweise drin ist, ja. Und zu der Beleuchtung, wir nehmen das gern mit, ich kann Ihnen da nichts versprechen. Ja, Beleuchtung ist dann ja eher dann das Tiefbauamt, dann auch als Straßenbaulastträger mit den Stadtwerken kombiniert. Ob da zeitnah oder schon was vorgesehen ist, würde ich eher verneinen. Natürlich wäre es sinnig, das natürlich in einem großen Umbau zu machen, aber ich gebe Ihnen recht, Beleuchtung ist da sehr mau, ja, in dem
beiden Bereichen. Wir nehmen es mit, gerne. Ja. Herr Ruf, bitte. Vielen Dank für die knackige Vorstellung und auch die tolle Präsentation der Voruntersuchung. Ich habe eine Frage zum Kapitel 8.2, wo Sie die einzelnen Schwerpunktbereiche der städtebaulichen Sanierung durchgehen. Da stellen Sie auch eben kurz angesprochen den Bereich Pfinstalstraße P90 vor. Und da war ich so ein bisschen überrascht, weil ich glaube, wir haben vor einem Jahr oder so auch hier zusammengesessen und waren dann noch ein, zwei Schritte vorher, da waren glaube ich im März 2020 oder sowas, war dann auch nochmal irgendeine Veranstaltung mit Bürgerbeteiligung, ich glaube so ein Stadtteilrundgang oder ähnliches. Und ich erinnere mich, dass man dann tatsächlich über den Bereich Pfinstalstraße auch über größere, mutige Maßnahmen nachgedacht hat. Weil wir müssen uns ja in Erinnerung rufen, dass wir mit so einem städtebaulichen Sanierungsgebiet können wir ein Viertel wirklich auf Jahrzehnte ja auch verändern. Und aber das, was wir da anstoßen, schreibt auch einen gewissen Zustand meistens über Jahrzehnte auch wieder fest. Und was mir da jetzt so ein bisschen fehlt bei den Maßnahmen, die da gelistet sind, das sind alles so Kleinigkeiten, die klingen alle toll. Und es ist hier ein Tröpfchen, da ein Tröpfchen. Aber ich erinnere mich, dass wir damals darüber gesprochen haben, auch über eine konkrete Erweiterung der autofreien oder autoarmen Bereiche nach Westen bis zum Kreuzungsbereich Stachus. Haben wir gesprochen und dann wären dann das, was hier nur kleine Tröpfchen sind, das wäre dann wirklich als größere Sachen dann auch vorstellbar, also beispielsweise eine extensivere Begrünung des Straßenraums, wirklich Platz für andere Mobilitätsformen, Fahrradfahrer, Fußverkehr und dann auch wirklich, dieser Stadteingang krankt ja momentan so und insbesondere in der Erdgeschosslage. Das ist ja auch erkannt, das haben Sie ja der Stadteingang krankt insbesondere in der Erdgeschosslage. Oben drüber ist oft Wohnen, das ist im Weitestgehenden, sag ich mal, okay. Und das ist ja in den Voruntersuchungen ja auch so erhoben worden. Und wir wissen aber, dass wenn wir im Prinzip den ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Straßenraum oder öffentlichen Raum zwischen den Gebäuden, wenn wir den aufwerten, dann werten wir auch die EG-Lagen, also die Erdgeschosslagen in den Gebäuden auf. Und das wäre doch ein Riesenhebel. Also warum kommt das hier in den Voruntersuchungen nicht mehr vor? Weil das wäre doch total wünschenswert. Also was wir da erhoben haben, die Missstände, haben wir schon gesagt, dass natürlich die Pfinstalstraße großes Potenzial hat, weil es da eben Missstände gibt und auch die Begrünung wurde angesprochen. Und was man dann wirklich draus macht, auch im Zusammenhang mit dem P90, was da kommt, muss es natürlich ein Gesamtkonzept geben, was aber überhaupt nicht ausschließt, dass es eine extensivere Begrünung gibt. Aber dafür gibt es halt einfach die nächsten Schritte an Planungen, an Vertiefungen, an Studien, Machbarkeitsstudien auch, wo man auch Vorschläge erarbeitet, die in ihre Richtung dann auch gehen. Genau, und ich würde noch ergänzen, also wir sind da sicherlich aufgeschlossen und deswegen haben wir ja auch da die Bürger mitgenommen. Das Potenzial, wie die Frau Gander, das wurde schon erkannt. Die Frage ist natürlich, was will man dann und will man es auch wirklich? Ja? Es war dann da auch da bei dem Rundgang im Gespräch, man könnte ja auch wirklich sagen, okay, Autoverkehr sozusagen kommt ab dem Stachus da gar nicht mehr rein. Dann ist natürlich die Frage des Verkehrskonzeptes sozusagen auch, wie werden die Ringstraßen bedient oder wie kommt man da ran oder wenn da halt auch Parkmöglichkeiten, Tiefgaragen und so weiter sind. Das muss halt zu Ende gedacht werden, ob das überhaupt vorstellbar ist. Ja. Die Straßenbahn, die Trasse wird bleiben, die kann man natürlich vielleicht auch ein bisschen verschwenken, ja, solche Sachen, aber die Gedanken sind auf jeden Fall da oder das Thema auch diese Bäume oder auch ob man da Fußgängerzone macht, auch Thema Fahrradfahrer, hat man extra sozusagen das Sanierungsgebiet weitergezogen, bis noch zum über die Seeboldstraße hinweg, dass man diesen Lückenschluss, da hat man ja heute dieses Kopfsteinpflaster, was ja so ungeschickt ist ja, zum Fahren, dass man sozusagen da wirklich auch was tut. Also ich glaube, die ganzen Punkte sind bekannt, ja, aber da muss man wirklich dann im Verfahren schauen, ja, was ist machbar zum einen und zum anderen, was will man auch oder was ist gewollt, ja, von der Mehrheit dann nachher. Ja. Gern. Vielen Dank. Frau Jessil. Vielen Dank auch für den Bericht von uns. Ich habe auch eine Frage und zwar geht es auch auf P90 zu, Pfinstalstraße. Also die Begrünung finde ich auch ganz gut, wie man das in dem Neuordnungskonzept sieht. Nur möchte ich noch etwas anregen, also wäre das auch möglich, so Fassaden- und Dachbegrünung beim, also P90 mit eingeplant werden kann? Also
Da und die Ergänzung des Baumbestands Finstalstraße. Also da fände ich halt auch schön, wenn die noch mit Bäumen ergänzt wird. Das war's. Danke. Also ich würde auch, also das Thema, wir nehmen einfach die Punkte auch nochmal mit und geben es weiter, auch für die Bebauung von dem Areal P90, ja, dass wir das nochmal weitergeben. Also möglich ist es bestimmt, ob das eingeplant ist oder ob das als Vorgabe gemacht wird. Ja, ich würde es jetzt mal so weitergeben, ansonsten müssten Sie es vielleicht auch nochmal direkt sozusagen von Seiten Ihrer Partei dann vielleicht nochmal auch kommunizieren als Anregung. Werde ich machen. Ich werde es nicht loslassen. Genau. Danke. Zum Teil ist es aber auch manchmal auch mit drin dann schon, dass die wirklich auch schauen, Dachbegrünung und so weiter, dass man da einfach klimatisch dann auch guckt danach. Ja. Herr Dr. Noe, bitte. Ja, vielen Dank für die Vorlage. Es hat uns sehr gefreut zu sehen, dass jetzt auch in der offiziellen Ausarbeitung dieses Thema Festhalle und Festhallenparkplatz drin ist. Ich möchte deswegen nochmal zurückgreifen auf das, was mein Fraktionskollege gesagt hat. Für unsere Fraktion ist dieser Mobilitätshub oder wie immer wir das nennen wollen dort ein essentieller Bestandteil des Verkehrskonzeptes, was wir für Durlach haben. Das war auch mit eine Komponente, dass wir dem zugestimmt haben, dass wir jetzt da schneller vorangehen mit den verkehrsberuhigten Bereichen, mit den autofreien Bereichen, dass wir irgendwo eine Möglichkeit haben und das bietet sich dort an, dort Parkplätze zu schaffen für Pendler, für Leute, die in der Durlacher Altstadt einkaufen wollen, dort die Möglichkeit schaffen, Elektromobilität zu schaffen, Ladesäulen zu schaffen, einen richtigen Mobilitätshub. Und was man vielleicht auch noch machen könnte, und das ist was, was vielleicht die Kollegen und Kolleginnen von der SPD-Fraktion interessiert, das Thema Basketballkorb, liebe Kolleginnen und Kollegen, den könnte man doch hervorragend auf den Mobilitätshub da oben drauf machen. Und das wollte ich hier auch noch mal zum Protokoll geben, dass wir das mal festgehalten haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich stelle keine weiteren, doch eine, Frau Dr. Klingert. Ganz kurze Frage noch zum Herrn Dr. Noe. Ist Mobilitätshub für Sie jetzt ein neues Wort für Parkplatz oder okay? Nein, Mobilitätshub ist für mich die Möglichkeit, klassische Parkplätze, also zum Beispiel für Gäste, die in Durlach einkaufen wollen. Es ist aber genauso die Möglichkeit, dort Carsharing-Plätze einzurichten, auch Sharing-Plätze für Fahrräder einzurichten, für Elektrokleinfahrzeuge, Lademöglichkeiten und. Also ich glaube, da sprechen wir mit einer Stimme und da haben wir, glaube ich, die gleiche Vision. Gut, kommen wir zurück zu der Beschlussvorlage. Der Diskussion entnehme ich so ein bisschen, bis auf die Anmerkungen der Kollegen von der SPD, reibt sich niemand momentan sehr stark daran, dass wir abweichen von dem Beschluss aus dem Mai 21 auf Beantragung 2022? Oder habe ich das jetzt in dem Gremium falsch verstanden? Ich denke, wir können festhalten, dass wir alles... Dr. Noe, danke erstmal. Ich bin noch nicht fertig. Ja, gut. Aber Sie dürfen dann gleich gerne. Denn in dem Fall, wenn ich jetzt doch merke, dass so dieses Thema 2022 noch nicht ganz abgeschlossen ist, möchte ich den Herrn Rössler bitten, vielleicht noch was zu diesem Thema des Haushalts 2022 zu sagen, weil ja hier auch schon gesagt wurde, dass es ja nicht im Haushalt ist und nicht reinkommen kann oder aufgenommen werden kann. Da möchte ich ihn gerade sagen, bitten, hierzu was zu sagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Haushalt wird ja erst noch im Herbst eingebracht werden. Er wird sicherlich noch keine Ausgaben vorsehen, die eine Förderung von Maßnahmen vorsieht, wenn der Projektantrag für das Jahr 2022 gestellt wird. Gleichwohl ist natürlich immer möglich, dass durch Änderungsanträge der Entwurf des Haushalts noch verändert wird. Es geht jetzt einfach nur darum, wann der Projektantrag gestellt wird, ob er dann im Jahr 2022 oder 2023, wie die Beschlussvorlage im Moment vorsieht, gestellt wird. Sollte davon abgewichen werden, also wieder zurück, was der Ortschaftsrat im Mai gefordert hat, 2022, müssten natürlich dann auch, und der Gemeinderat dem dann auch entsprechen würde, müsste dann natürlich auch entsprechende Gelder in den Haushalt 2022, 2023 aufgenommen werden.
Also diesmal so zur Abrundung des Informationsstandes und zur Abrundung des Themas, bevor wir dann jetzt in die Diskussion über den Beschluss gehen. Jetzt habe ich die Wortmeldung vom Herrn Dr. Noe und dann habe ich vom Herrn Rausch eine Wortmeldung erkannt. Ja, ich wollte nur noch mal festhalten, dass der Ortschaftsrat seine Hausaufgaben gemacht hat. Deswegen haben wir ja auch das vorbereitet auf einer der letzten Sitzungen, dass es an uns nicht gebricht, wenn die Abfolge nicht mehr rechtzeitig auf die Tagesordnung kommt. Wir würden das natürlich schon gerne auch möglichst rasch sehen. Herr Dr. Rausch. Ja, das hätte jetzt vielleicht die Verwaltung jetzt aus Durlach etwas besser vorbereiten können, weil uns das jetzt im Moment ja auch so weit überrascht. Vorschlag, das gibt mehrere Möglichkeiten, dass wir jetzt sagen, wir sind mit diesem Beschluss einverstanden, fordern aber nachdrücklich, das um ein Jahr vorzuziehen. Dann können wir es, glaube ich, heute so beschließen und geben der Ortsvorsteherin den Auftrag und dem Haushaltsexperten im Rathaus dafür zu sorgen, dass es dann doch noch in die Haushaltsberatungen 2022 eingestellt werden kann und uns darüber in der nächsten Sitzung zu informieren. Das wäre jetzt ein Vorschlag von mir, das muss nicht der beste sein, aber es wäre zumindest einmal einer. Gibt es weitere Wortmeldungen oder Ideen dazu? Also ich denke mal für meine Fraktion gesprochen, wir sollten jetzt das nicht an diesem einen Jahr mit dieser Zeitverzögerung hier festmachen. Wichtig ist, dass wir jetzt was in der Hand haben. Vor allen Dingen wichtig ist, dass es ein gutes Konzept ist. Ich möchte auch in den Raum stellen, wir werden darüber mit Sicherheit noch mehrmals reden in diesem Gremium. Das ist kein abschließender Bericht, das ist jetzt lediglich, ich sage jetzt mal, eine Grundsatzentscheidung für dieses Konzept. Und das Ganze jetzt, ich sage jetzt mal, dran aufzuhängen, ob das jetzt ein Jahr länger oder weniger dauert, es wäre natürlich wünschenswert, wenn es schnell umgesetzt werden könnte, aber wenn es halt nicht geht, geht es nicht. Also uns bringt es nicht um. Gibt es sonst noch Meinungen? Jetzt muss die Versammlungsleitung einen entsprechenden Vorschlag machen. Wohl wahr. Nach kurzer Beratung und in Anbetracht dessen, dass wir auch über Doppelhaushalt 22/23 sprechen, schlage ich doch vor, dass wir bei dem jetzt vorliegenden Text der Beschlussvorlage bleiben. Antragung auf Programmaufnahme 2023. Zustimmung? Sehr gut. Dann würde ich zur Abstimmung schreiten. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist Einstimmigkeit. Herzlichen Dank hierfür.